Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu Turniertag Nummer 2 des 3-Sterne-Bonus-Booster ohne Rot-Turniers. Die Verteidigung hatte Gott sei Dank gut vorgelegt, war jetzt zweimal geschwächelt. Da steht es 5-2, was 70, 71% sind. Okay. Offensiv habe ich gestern gestruggelt. Jo. Liegt doch teilweise daran, dass ich nicht, dass ich keine Heiler habe. Nur einen roten immer und der ist verboten und mal gucken, wie ich mich durch die Woche quäle. Wird nicht schön. Bin ich ziemlich sicher. Wird nicht schön. Was ist denn das für ein Start? What the fuck? Ah, okay. Okay, damit können wir arbeiten. Ja. Dann machen wir erstmal den. Dann holen wir uns so eigentlich alles ran. Naja, gut, soll sie machen. Wer nervt mich jetzt richtig? Also zuallererst mal das, weil die wählen kann ich und so. Dann quasi ab Björn. Gegen die beiden habe ich eigentlich Farben. Eigentlich müsste ich hoffen, dass ich damit diesen blöden Beiulf wegkriege. Ach, sehr gut. Weil gegen die beiden habe ich Steinschaden. Ich glaube, ich drücke einfach mal drauf. Vielleicht kommt ja was. Vielleicht auch nicht. So, das ist das. Komisch. So ein Match wäre schön. So diese Matches, diese, ja, genau, diese. Und zack, zack. Gracious King. Bye bye. Puh, da könnte man ja fast umstellen. Ne, wir bleiben so. Lass mich doch nicht beten. Beten, beten. Ja, das geht. Das geht auch. Das geht richtig. Oh, das geht mega. Das ist natürlich unglücklich. So. Die drei gelben sollten reichen. Wir können auch erst einmal noch das machen und schauen, was nachkommt. Okay. Zack, zack, machen wir den. Natürlich ging das daneben. Will ich die beide lostreten? Was macht denn sie noch mal? Heilt. Ach komm. Geht ja nichts in sie rein. Das ist gut. Das ist richtig gut. Zack, zack. So, zack, zack. Dann können wir den machen. Kann er machen. So, dann machen wir mal den. Freuen uns über den. Machen das mal. Ach, fuck. Andersrum. Na, egal. Es ändert nichts am Ausgang. Bye, bye, Ulf Feding. Kommst du denn her, Ulf? Polen, okay. Ich hätte dich eher in die deutschsprachige Richtung geschoben. So. Kriegen wir da was besser? Machen wir den. Machen wir den. Das war gut. Auch den kann man spielen. Machen wir den. Ich glaube, die Lilanen reichen da fett.
Ja, die reichen fett. So, machen wir das. Wonderful. Jetzt kriegt der Wählen nochmal gelb. Krittendes Gelb. Ganyu kriegt lila, krittendes Lila. Und ja, was will er jetzt? Was will er jetzt machen? Er kriegt gleich via Drachenbombe zwei gelbe und das reicht wahrscheinlich. Zack, zack. Jupp. Bobbelinga. Bye, bye. Ach, du bist echt ein Frischling. Das tut mir echt fast leid mit deinem 28er Level. Gucken, was hast du denn überhaupt so? Oh, Bejo. Glückwunsch dazu. Aber wir wollen natürlich heute weiter gewinnen. Das holen wir. Nee, das hole ich mir. Egal. Das holen wir uns so ran. Das machen wir so. Dann haben wir nämlich das. Machen wir so. Nein, er soll doch nicht laden. Wer hat denn das verordnet? So und gelb, bitte. Jawohl. Lila, reichst du? Ja, sehr gut. Jetzt bitte lila. Okay, wir haben gelb. Das ist eigentlich vollkommen okay, hier passiert nichts mehr. Alejo. Bye bye. Und einen haben wir noch. Und das ist Merlau. Und ja, die ist auch neu im Game. Oder noch nicht so lange dabei, so wie es aussieht. Machen wir das mal so, da kriegen wir danach noch ein lila Match. Oh, naja, gut. Hat zwar das nicht so erwartet, aber so kriegen wir lila und einen grünen Diamanten. Das ist gut. So, jetzt haben wir das. Dann machen wir das mal so, ha? Überlebt da wirklich? Das tat weh. Wir brauchen die Roma-Stadt. Kriegen wir die sogar weg? Oh mein Gott, schade. Oh, alles okay. So, machen wir das. Dann machen wir das. Und dann machen wir das. Man das? Ah, ich hätte schon beenden können. Ja, bitte Fall. Oh ja, das war gut. Das war ein guter Tag heute. Mailau. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, bei euch läuft es genauso fluffig wie bei mir gerade. Ein Orichalkum ist immer toll. Und ja, wir sehen uns definitiv am Morgen. Morgen. Es kamen die Fragen auf, ziehe ich beim Halloween-Event? Ja, aber da ich Sulak schon habe, den Oktoberhelden des Monats und Glenda unbedingt will, vielleicht sogar zweimal haben will, wenn es geil läuft, ziehe ich dementsprechend erst im November. Genau, Weg der Tapferkeit ist alles okay. Sowas wie drei mächtige Mana-Tränke lasse ich weg.
Das ist rausschmeißen für die 150 Punkte. Man kommt doch so ans Ziel. Deswegen bin ich da nicht am Anschlag, sage ich jetzt mal so. Aber ich krieg das trotzdem voll. Ja, ansonsten, ja, nichts Neues. Heldenakademie ist voll. Aber ich habe noch nicht maximal erforscht. Und Alchemielabor ist morgen Level 8 fertig. Und da mache ich aber wahrscheinlich erstmal nochmal eine Pause und ziehe erstmal die Nahrungslager nach und die Häuser. Oh, mal schauen. Auf jeden Fall, haut rein. Bis dann. Ciao.